Willkommen zurück zu Super Mario Bros. The Lost Levels. Im letzten Part sind wir stehen geblieben hier bei 2-4. Man kann hier ganz bequem die Welt und sogar die Levels auswählen. Also jeder geschaffte Level wird hier quasi gespeichert. Und man kann hier mit voll 5 Leben wieder starten. Das ist doch mal praktisch, oder? So, wir können uns erinnern, beziehungsweise ich kann mich erinnern, dass wir hier letztes Mal Game Over gegangen sind und nur noch ein Leben hatten. Und das ist mal irgendwie ganz komisch, dass der Koopa irgendwie zurückgekommen ist. Okay, jetzt wird's spannend, aber es geht sich aus. Super, na toll, ein Rätselschloss. Oben oder unten? Ich geh mal oben. Nein, 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 nein! Boah, das geht aber ganz knapp her. Ist ja richtig brutal. So, vielleicht diesmal. Also, alle Koopas killen. Yes, one up. Perfekt. Das hat doch mal toll geklappt. So. Jawohl. Der Sprung ist auch gesessen. Und das ist wieder die gemeine Stelle mit den Feuersticks. Boah, knapp, knapp, knapp. Aber durch. Aber durch. Wow. Das war nicht geplant. Das war richtig, richtig fies. Und es wird irgendwie hart. Das Ganze schaut... Nein! Bisschen zu wenig weit gesprungen. Das Ganze schaut nicht einfach aus und an der leichtesten Stelle schon fast werde ich fehlen. Aber man kann hier ein One-Up kriegen. Jawohl. Und das ist, glaube ich, so mein... Oh! Wow! Meine Lebensversicherung! Das ist ja mal geil. Hier gibt es ein Power-Up. Cool. Interessant. Ja, ja, das wird jetzt noch umso schwerer hier. Quasi. Yahoo. Das war auch schon wieder saumäßig knapp. Wenn die Flamme da gleich kommt, das ist richtig, richtig fies. So, nochmal wird sie doch nicht... Die kommt wirklich nochmal dreimal hintereinander. Und hier haben wir eben Bowser. Schauen wir mal, jetzt kämpfen wir mal gegen den. Was hat er denn zu bieten? Puh, wie soll man eigentlich auf die Plattform da oben hinkommen? Hm, wie auch immer. Wir nehmen die Axt hier. Und retten weitere Toads. Jawohl. 2. Für Welt 2. Und der Mario ist noch immer der Kleinste. Ja, wie soll man den Pilz da durchbringen? Ich meine, das ist richtig, richtig hart. Was, ein Leben habe ich nur noch? Oder das 3-1? Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Die Hammerbruder, die haben wir doch schon richtig ins Herz geschlossen. Die werden uns doch auch nicht mehr aufhalten, oder? Nein. Aber... Ey, hier gibt's einen Stern. Hey, geht sich sogar aus. Aber ich will eigentlich ein Power-Up. Hey, jetzt kann mich der Pilz mal... Oh ja, genau das will ich. Mit einem Stern sind wir unbesiegbar. Gut, gehen wir mal rein hier. Ein weiterer Bonus. Boah, mit einer Rakete? Ja. So. Schnell durch. Ich gehe mal oben, oder? Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Nein, da geht's nicht weiter. Da wird's auch nichts geben. Okay. Dann checken wir nach unten. Boah, das ist aber blöd zu checken hier. Wenn da der Kugelwilli da ankommt. Ist da ein One-Up drin? Nein, auch nix, nix, nix. Gibt's normal nicht immer einen Münzblock in so einem Bonusraum? Wer weiß. Naja, das war ja mal ein schneller Level, wollte ich sagen. Aber es geht sogar noch... Was? Welcome to Warp Zone, Zone 1? Was? Die wollen mich ins Level 1 wieder zurückschicken? Seid ihr verrückt? World 1-1. Na gratuliere. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was für ein fieser Bonus. Ich hätte noch sterben gehen können. Save and quit. Na toll. Die wollen es aber echt wissen hier. Was? Jetzt kann ich 3-1 gar nicht auswählen? Boah, die haben mir es aber jetzt ordentlich gegeben. Jetzt kann ich nochmal in diesem Castle starten. Nein, falsche Richtung.
Das ist ja mal richtig blöd. Sind mir hier gar nichts vergönnt. Vielleicht bringe ich diesmal den Pilz durch, aber ich glaube es fast nicht. Ich werde da diesmal aber unten gehen. So, da durch. Oh. So. Und durch. Perfekt. Naja, vielleicht kriege ich ihn diesmal durch. Wer weiß. Wow. Knapp, knapp. Ja, die Flamme kommt nicht. Und hier auch nicht. Perfekt. Ja, genau. Einen Münzblock verstecken sie hier. Bei Bowser. Ja, wie soll ich denn da richtig drankommen? Vielleicht ein One-Up noch? Nein. Geh mal ein bisschen zurück. Jawohl. Nein, auch kein One-Up. Ah, das war schlecht. Aber wir haben ihn. Ich wollte nur den Block nochmal anchecken, aber das ging leider komplett schief. So, erneuter Versuch jetzt in Welt 3-1. Vielleicht klappt es ja diesmal. Oh Mann. Das war ja richtig brutal. Richtig gemein. Na, ich will da oben checken, ob da was ist. Also, lieber Hammerbruder, sei mal ganz lieb. Ich will nur Blöcke checken hier. Nicht mehr und nicht weniger. Ah, der Kill war unabsichtlich. Wollte ich nicht. Also, nicht böse sein. Oh, im nächsten Leben geht es sicher besser mit dir weiter. So. Also. Ich bin ja eigentlich zu... What? Zu neugierig. Weil man könnte ja dann probieren, ob links da bei der Warp Zone, ob man sich da den Tod holt. Hier ist auch noch eine geile Röhre. Ob man da vielleicht irgend so ein Secret findet. Bei der Warp Zone links runter, weil das war so ein Loch, wo man entweder sterben konnte, damit man verhindern... Na toll, jetzt habe ich die Feuerblume verpasst. Ja, ein One-Up, ein One-Up, ein One-Up, ein One-Up. Und... ja. Gratuliere. Leider verpasst. Nein! Da springt er mir glatt drüber. Zu schnell dran. Und nur noch 4 Leben. Oh, jetzt speichere ich hier ab. Jetzt kann ich gar nicht die eine Röhre checken, die so wertvoll war. Na toll. Ich könnte eigentlich noch Game Over gehen. Oh nee, 3-1 schon. Aber die Neugier siegt an sich. Also ich wäre schon gespannt, was da drin ist. So. Ja, toll. Das One-Up, auf das verzichte ich jetzt mal. Weiterer Bonus. Ob der genauso gefährlich ist wie der andere? Ich glaub's mal nicht, aber... man weiß ja nie. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wieso gehe ich eigentlich Münzen sammeln? Die brauche ich doch gar nicht. Naja, ist ein Mario-Spiel, da sammelt man doch automatisch Münzen. Was haben wir hier? Oh yeah, jetzt kommen wir hier raus. Okay. Und eine Ranke. Geil, aber wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, so. Was? Die Ranke ist weg? Wollt ihr mich verarschen? Die ist weg? Oh, oh, nein, sie ist noch da. Man sieht sie nur nicht mehr. Geil. Jawohl, Bonus. Top. Also wie viele Bonusräume es hier schon gibt. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Level. Dann gehen wir unten und sammeln uns die Münzen hier. Jetzt kriege ich aber fast nur ein Up jetzt schon. Und das im ersten Level. Oh, verpasst. Nee. Ja, super, verpasst. Shit. Da wäre das One-Up gewesen. Mit den vielen Münzen noch. Ein Trampolin. Hier dürfte schon das Ziel sein. Oh yeah, man kommt hier oben drüber. Wow. Und jetzt? Jetzt sind wir... ja.
Wo sind wir? Nein, nicht schon wieder das. Welcome to Warpzone, na gratuliere. Gesterben. Und man stirbt leider wirklich. Man sieht hier rechts, es geht oben auch nicht drüber. Leider. Nein. Naja. Was sollen wir machen? Oh. Oh nee, das One-Up verpasst. Und, fast neu im Arsch gewesen. Ah, die Röhre kennen wir schon. Na toll. Das war nix. Ein Leben nur noch. Eigentlich könnte ich gleich Game Over gehen. Wir starten sogar ganz am Anfang wieder. Ja, das hilft mir jetzt nichts. Also, geh mal weg, Hammerbrüderchen. Ich muss hier los. Ich habe noch eine Zielfahne, Zielstange zu erwischen. Jawohl, und was haben wir hier oben? Nix, 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 nix. Da war ein Hidden Block, da war auch nix. Ich glaube, das war das Gemeine. Und schon haben wir hier irgendwas? Nein. Jawohl. Die Feuerblume. So, sonst war, glaube ich, hier nix. Nein. Das One-Up ist hier oben, das hole ich mir jetzt aber. Boah, wow. Er spinnt ja, das war ja richtig knapp. Das One-Up hole ich mir garantiert nicht mehr. Was wollen die Koopas hier oben, bitteschön? Hier geht's nicht rein. Schauen wir mal, ist ein Hidden Block hier? Nope. So. Hier geht's auch nicht rein. Dann haben wir an sich den Level fertig erkundet. Und wir können über das Ziel drüber springen. Ja, es ist mal richtig cool. Aber nur nicht zu weit, denn ich muss noch in die ins Ziel. Mal schauen, können wir hier rein? Ah, das geht sich wahrscheinlich nicht mehr aus. Gehen wir rein, ins Ziel ist besser. Tja, weit sind wir nicht gekommen in diesem Part. Aber es war halt mal was anderes, was Lustiges. Unbedingt ausprobieren, auschecken, was es da alles gibt. Das ist schon ganz interessant gewesen, der Level. Das finde ich toll und dafür nehme ich mir gerne die Zeit, auch wenn es einen ganzen Part lang dauert. Denn auf diese Tauchaktion hier hätten wir doch alle verzichten können, oder? Da sehen wir doch den 1er-Level viel, viel lieber. Und diese Bloopers, die können mir auch gestohlen bleiben. Was? Unterwasser-Koopas gibt es hier auch schon? Hey, wir haben ein Leben bekommen, das heißt, wir könnten eigentlich noch länger leben. Naja, ob das so viel länger sein wird, wow, kann ich noch nicht sagen. Komm, gib Gas, Mario. Wow, aber geht sich aus. Kann ich da drauf? Nein! Was für eine Frechheit! Da kann ich nicht mal drauf schwimmen. Und ich bin sofort tot. Aber zum Glück war das quasi gerade der Save Point, wie es aussieht. Nur das hilft alles nichts. Das muss ich im nächsten Part wieder probieren. Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei Super Mario Bros. The Lost Levels.